Ja, in dem Video geht es jetzt um reguläre Ausdrücke in der Praxis. Reguläre Ausdrücke haben aus theoretischer Sicht eine große Bedeutung, nämlich sie sind ein Beschreibungsmittel für reguläre Sprachen, ähnlich wie reguläre Grammatiken oder deterministische endliche Automaten, nicht deterministische endliche Automaten. Okay, also sie sind sozusagen ein analoges Beschreibungsmittel für reguläre Sprachen, daher aus theoretischer Sicht interessant, aber auch aus praktischer Sicht. Reguläre Ausdrücke haben mittlerweile Einzug gefunden in zahlreiche Programmiersprachen und Anwendungsprogramme, wie beispielsweise Word, und werden dort eingesetzt, insbesondere um Texte zu erkennen und also zu suchen und Texte zu ersetzen durch andere Texte. Ja, Hintergrund ist, dass reguläre Ausdrücke ein sehr kompaktes Beschreibungsmittel sind für Textmuster. Ja, ich werde das jetzt hier gerade mal demonstrieren an der Sprache Perl. Perl ist eine Skriptsprache, die sich insbesondere in ihren Anfängen auch ausgezeichnet hat, dadurch, dass sie mit regulären Ausdrücken umgehen konnte. Mittlerweile können das ganz viele Sprachen. So, ich habe hier einfach ganz einfache Textdatei und ich trage hier mal ein paar Wörter ein über den, jetzt aus theoretisch, also bleiben wir mal in der theoretischen Informatik, da haben wir Sigma A, B, ja, also das Alphabet besteht aus den Zeichen A und B und ich trage jetzt mal ein paar Wörter ein, die in der Sprache. Oder einfach ein paar Beispielwörter ein. Zum Beispiel ABA, ABBA, AAAA und BBA. So, BBBA, BAA. Ja, so. Lass uns dabei. Speichern nicht vergessen. Steuerung S. So. Ich habe jetzt hier ein paar Wörter und jedes Wort in eine Zeile geschrieben und ich möchte jetzt einen regulären Ausdruck definieren und damit bestimmte Wörter ausgeben, die auf den regulären Ausdruck passen oder aus theoretischer Informatik formuliert. Ich formuliere oder ich definiere mit dem regulären Ausdruck eine reguläre Sprache und wir testen jetzt nacheinander, ob die hier stehenden Wörter in der Sprache sind oder nicht. So, ich bin jetzt hier in der Kommandozeile von Windows, die alte MS-DOS-Kommandozeile sozusagen. Und ich gebe jetzt eine Zeile ein, in der ich Perl aufrufe, diese Input-Datei übergebe. Die heißt input.txt, die habe ich da abgelegt in diesem Ordner. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, wie man mit Perl hier einfach zeilenweise testet, ob ein Wort in der Sprache ist oder nicht. So, also Perl, Leerzeichen, minus NE. Was bedeutet das? Minus NE ist ein Kommandozeilenparameter an Perl, der Perl sagt, bitte führe ein einzeiliges Programm aus, das ich gleich angeben werde, und wende es auf jede Zeile der Textdatei an, die ich dir als Input übergebe. Also, ich habe hier die input.txt, die übergebe ich jetzt gleich an Perl. Perl wertet die zeilenweise aus, das sagt das N hier, und ich übergebe Perl eine Zeile Programm zusätzlich. Letztlich die Definition des regulären Ausdrucks, der dann abgeglichen wird, zeilenweise mit den einzelnen Zeilen hier in der input.txt. Okay, also Perl-NE. So. Jetzt brauchen wir Anführungszeichen. Diese Anführungszeichen wird jetzt dieses einzeilige Kommando ausgegeben, und zwar print Leerzeichen Dollar Unterstrich. Das bedeutet, drucke mir bitte die aktuelle Zeile aus. Print heißt drucke, Dollar Unterstrich ist die aktuelle Zeile, die bearbeitet wird. Lassen wir es mal dabei. Und jetzt gebe ich hier hinten an input.txt. Also, Perl werte bitte zeilenweise input.txt aus und wende auf jede Zeile dieses Programm an. Und im Programm steht jetzt erstmal nichts anderes als print Dollar Unterstrich. Ah ja, okay, jetzt wird also die Textdatei einfach ausgegeben. Wenn ich an der Textdatei jetzt was ändere, fügen wir nochmal eine Zeile ein. Ja, machen wir nur BBBBBB. Okay. Und jetzt gehe ich wieder hier in die Kommandozeile mit der Pfeiltaste nach oben. Ich drücke jetzt Pfeil nach oben, kann ich hier das letzte Kommando nochmal aufrufen, was sehr praktisch ist. Ne? Und jetzt wird hier die aktuelle Datei ausgegeben, weil ich sie gespeichert hatte. Wird auch tatsächlich hier die nächste Zeile noch mit ausgegeben. So, jetzt möchte ich hier noch einfügen, dass bitte nur bestimmte Zeilen ausgegeben werden, und zwar nur diejenigen Wörter, die in der Sprache sind, die ich jetzt mit einem regulären Ausdruck definiere. Also print das hier, diese Eingabezeile, if
wenn etwas Bestimmtes erfüllt ist. Und dann nehme ich hier so zwei Begrenzungszeichen, zwei Schrägstriche, in denen der reguläre Ausdruck stehen wird. So. Gib die Zeilen aus, wenn Folgendes zutrifft. Das Wort soll folgende Form haben. Irgendwas A oder B Stern. Für alle, die die Perl programmieren, können wir gleich sagen, oh Gott, das ist umständlich. Wir machen es gleich sehr viel einfacher. Ja? Ich will jetzt nur mal sozusagen den korrekten, regulären Ausdruck hier reinschreiben, so wie man es kennengelernt hat, in theoretischer Perspektive. Also irgendetwas, A oder B Stern, A und B ist beliebig viele A und B. Dann soll aber A, B kommen, auf jeden Fall. Also mindestens A, B muss drin sein und dann wieder A oder B Stern. Ja? Also, beliebig viele A's und B's, dann kommt auf jeden Fall aber mal A, B und dann wieder beliebig viele A's und B's. Jetzt gibt es in Perl noch eine Besonderheit. Hier vorne das Dächelchen, da muss man immer Leerzeichen dran drücken, wenn man sehen will, wenn man es getippt hat, ne? Das bedeutet Zeilenanfang und hinten Dollar bedeutet Zeilenende. Okay, man sieht, es ist relativ kryptisch, diese Programmiersprache, ja. Insofern sind Perl-Programme teilweise auch sehr schwer zu lesen. Als Experte sieht man natürlich sofort, was damit gemeint ist. Und jetzt hier gewöhnen wir uns jetzt einfach mal an diese Schreibweise. Regulärer Ausdruck steht jetzt hier in diesen Schrägstrichen. Dächelchen bedeutet Zeilenanfang. Ja, hier das Dollar bedeutet Zeilenende und in der Mitte steht eben der reguläre Ausdruck. Jetzt soll die Zeile nur dann ausgegeben werden, wenn das Wort auf diesen regulären Ausdruck passt, also das Wort in der Sprache ist, die von diesem regulären Ausdruck hier definiert ist. Schauen wir mal. Ja, jetzt werden nur diejenigen Wörter ausgegeben aus der Liste oben, die AB enthalten. Ne? Dieses Wort ABA trifft zu. Beliebig viele A's und B's oder auch eben keins. Dann kommt AB und dann wieder beliebig viele A's oder B's. So, das ist genauso für dieses Wort der Fall und für dieses Wort. A und B B B B B B und B B A, diese drei sind nicht drin, weil die nicht den Wortteil A B enthalten. So, jetzt muss man bei Perl wissen, wenn man ein beliebiges Zeichen meint, dann kann man auch folgende Kurzschreibweise verwenden. Man muss nicht sozusagen alle Buchstaben oder alle Elemente des Alphabets aufzählen als Alternativen und dann ein Sternchen hinten dran machen, sondern man kann ja einfach einen Punkt schreiben und Punkt bedeutet irgendein Zeichen. Ja? Punkt Sternchen AB Punkt Sternchen bedeutet hier erstmal beliebig viele Zeichen, dann kommt AB und dann wieder beliebig viele Zeichen. So, und es macht genau das gleiche wie eben auch. So. Jetzt muss man noch wissen, Perl erlaubt einem auch, oder reguläre Ausdrücke in Wörtern zu finden oder in Zeilen zu finden, ohne den Zeilenanfang des Zeilenende zu berücksichtigen. Also irgendein Ausdruck innerhalb der Zeile muss auf den regulären Ausdruck passen. Ja? Sobald irgendein Teil innerhalb einer Zeile auf den regulären Ausdruck passt, dann wird diese Zeile ausgegeben in unserem Programm. Und das wird folgendermaßen erreicht. Ich brauche gar nicht den Anfang hier. Ich muss gar nicht sagen, Zeilenanfang und dann beliebig viele Zeichen, sondern ich muss auch nicht sagen, am Schluss kommen noch beliebig viele Zeichen, sondern ich brauche einfach nur zu sagen, finde mir bitte eine Zeile oder gib nur diejenigen Zeilen aus, die AB als Wort enthalten oder als regulären Teilausdruck letztlich enthalten. Anders formuliert, gib mir nur die Zeilen aus, die eine Teilzeichenkette beinhalten, die auf diesen regulären Ausdruck passt. So, funktioniert genauso. Okay. Jetzt könnte man beispielsweise Folgendes machen, ne? Gib mir bitte nur diejenigen Zeilen aus, die drei A's enthalten. Drei hintereinander folgende A's. So, da gibt es jetzt nur eine Zeile hier in unserer kleinen Input.txt, nämlich die, die vier A's enthält. So.
Ich kann auch Folgendes machen. Gib mir bitte nur diejenigen Zeilen aus, die mit einem kleinen B beginnen. Ja, Zeilen anfangen und dann soll sofort ein B kommen. So, jetzt werden nur die Zeilen ausgegeben, die mit einem B beginnen. Genauso gut kann ich natürlich auch Folgendes sagen. Gib mir bitte nur die Zeilen aus, die auf B enden. Okay, das ist jetzt nur noch die eine Zeile. Gut. Wenn ich also nur diejenigen Zeilen ausgeben möchte, die entweder AB oder BA als Teilwort enthalten, dann mache ich das so. Ja? Gib mir alle Zeilen aus, die entweder AB oder BA als Teilwort enthalten. Jetzt werden diejenigen ausgegeben. Das erste enthält AB und BA, also wird es ausgegeben. Das zweite enthält auch beides, wird ausgegeben. Das dritte enthält nur BA, wird ausgegeben. Und das vierte hier enthält BA und aber auch AB und wird daher ausgegeben. AAAA und BBBB wird nicht ausgegeben. Gut. Jetzt haben wir schon ganz viele Möglichkeiten hier gesehen, wie man reguläre Ausdrücke in Perl verwenden kann. Wenn ich beispielsweise hier so etwas mache, ne, dann sagt das, also kann man überlegen, was passiert jetzt. Jetzt wird jede Zeile ausgegeben, denn er sucht alle Zeilen, die mindestens 0 A's enthalten. Ja, das sind alle. Selbst die Zeile BBBBBB entspricht diesem regulären Ausdruck. Wenn ich möchte, dass mindestens ein A drin ist, dann schreibe ich A plus. Ja, also soll eine Zeichenkette enthalten sein in der Zeile, die mindestens aus einem A besteht. So, jetzt ist BBBBBB nicht mehr mit dabei. Jetzt gibt es noch ein paar Besonderheiten. Es gibt also unendlich viele Besonderheiten, jetzt die man bei regulären Ausdrücken bei Perl besprechen könnte. Ich erwähne nur mal ein paar. Ich ergänze hier mal ein bisschen was. Also hier könnte man zum Beispiel auch ein Leerzeichen reinbauen. Ja? Oder auch mal eine Zahl mit reinbauen. Ja, wir erweitern jetzt mal unser Alphabet. Natürlich können wir alle alphanumerischen Zeichen und so weiter verwenden. Ja? Und auch darüber hinaus, also Sonderzeichen, so alle möglichen Zeichen könnte man jetzt hier reinbauen. Wir wollen es aber auch nicht übertreiben jetzt in dem Beispiel. So. Okay, wenn ich all diejenigen Zeilen haben möchte, die ein Leerzeichen enthalten, ja, dann verwende ich Backslash S als Symbol für Whitespace. Das ist jetzt komisch, ne? Warum gibt er jetzt alle Zeilen aus? Naja, weil das Zeilenendezeichen auch als Whitespace gehandhabt wird. Ja? Also, wenn ich nicht will, dass auch die Zeilenendezeichen hier mit interpretiert werden, könnte ich sagen, ich hätte gerne Backslash S und danach soll auf jeden Fall noch ein Zeichen kommen. Also Whitespace plus ein Zeichen. Aha. Und jetzt wird nur die Zeile ausgegeben, die tatsächlich ein Whitespace enthält. Und anschließend ein weiteres Zeichen. Also nicht direkt das Zeilenende. Wenn ich möchte, die Zeilen ausgeben möchte, die insgesamt mindestens eine Ziffer enthalten, dann verwende ich Backslash D als Platzhalter für eine Ziffer. Jetzt werden nur die Zeilen ausgegeben, die tatsächlich Ziffern enthalten. Dann kann ich noch Folgendes machen. Ich kann Folgendes hier abkürzen. A oder B plus, also mindestens ein A oder B. Das sind in dem Fall jetzt ziemlich alle Zeilen. Ne? Das kann ich auch abkürzen mit einer Zeichenklasse hier, indem ich jetzt in eckigen Klammern alle Buchstaben reinschreibe oder alle Zeichen des Alphabets, alle Elemente des Alphabets reinschreibe, die jetzt hier in Frage kommen. Ja, also das bedeutet jetzt beliebig oft entweder A oder B. Okay, das sind natürlich auch alle Zeichen, die ich hier eingegeben habe.